Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hellblade: Senua's Sacrifice. So, ich hoffe, in diesem Kampf ist jetzt nicht wieder alles Matschebrei in der Bearbeitung. Der Kampf war anstrengend. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua. To follow the path to Surt. Okay, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass jetzt hier das Tor offen ist. Das war, glaube ich, vor dem Kampf noch zu. Ich habe trotzdem schon lange keine Runensteine mehr gefunden. Wie genau soll ich das jetzt machen? Da hinten ist das Tor. Und hier ist das gleiche Symbol, aber ich kann ja nicht durch den Stein gucken. Oh, das Feuer ist aus. Ich war einfach nicht nah genug dran. Okay, ich soll bestimmt zuerst dahin. Und dann gehen wir unten rum. Sagen, heute ist das Spiel tatsächlich bei mir auch irgendwie ruckelig. Obwohl ich auch nichts geändert habe. Aber okay. The Northmen tell this story. Before the earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Wir haben in der Welt der Illusion anscheinend zwei Runensteine übersehen. Ich weiß nicht, ob wir da später nochmal hinkommen und ob ich dran denke, die noch zu suchen und zu sammeln. Weil so fehlt uns ja jetzt ein Stück der Geschichte.
wieder kämpfen? Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate, concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Das ist richtig. Ich sollte nur merken, wo ich lang muss. Also meine Stimmen in meinem Kopf sind nicht immer die schlechtesten. Da oben muss ich auf jeden Fall hin. Da oben ist es... Oh, da ist ein Runstein. Da oben ist die andere... Sacrifice. Also, ich weiß gerade nicht die beste deutsche Übersetzung dafür. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Also die ganzen Geschichten, also diese ganzen mythischen Geschichten um verschiedene Gottheiten und so, die sind schon echt. Wir müssen dann hier runter und dann nach rechts. Wir müssen uns den Weg merken, weil es wird gleich wieder brennen. Auch wenn das nur in unserem Kopf ist. Sind schon auch brutal. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. Mal, kann ich dann auch hier lang gehen? Ja, oder? Gucken. Answer your prayers, Senua. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone. Das nächste Tor. Deine Arena. Tut mir leid, ich sehe in allem einfach immer wieder Arenen. Aber ich glaube, es sind doch einfach welche. Oder hinten ist wieder so ein Glyphen, nicht Glyphen, Runentor, so würde ich es nennen.
gucken. Fokussiere das hier mal. Find the fire, Senua. To follow the path to Surtis. Und dann müssen wir da hinten wahrscheinlich das Tor öffnen, damit wir dann irgendwann wieder den Weg zurückfinden, um das Tor hier zu öffnen. Aber erstmal, glaube ich, werden wir kämpfen. Oder auch nicht. Zumindest bis jetzt noch nicht. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it. But Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way to postpone that dark day. Hey. Gehen wir noch hier gucken. Warum ist das? Ist da gelb im Eimer? Ich glaube, also ich bin ja so, ich versuche immer schon vorher zu analysieren, was mir dieses Haus jetzt sagen möchte. Und hier ist eine Treppe. Ich gehe davon aus, wir müssen diese Treppe nach oben, um dann irgendwie eine dieser Runen in unseren Fokus bringen zu können. Ich gehe mal kurz hier hoch. Aber ich weiß nicht, ob wir zuerst an das Tor müssen. Sonst kommen wir hier ja auch nicht weiter. Cool, ich kann hier runterspringen. Ach, guck mal da. Ich hatte recht. Ich habe es zwar auch erst auf den zweiten Blick gesehen, aber ich hatte recht. Dann gehen wir jetzt zu dem Tor. Dann haben wir zumindest das R schon mal gefunden. Und das andere war wie so eine umgekippte Sanduhr. Ich traue mich immer noch nicht, quer übers Feld zu laufen. Ich weiß, ob ich dann den Kampf trigger. Und hier ist die Sanduhr. Aber müsste andersrum sein, oder? Obwohl, nee, hier stehen ja noch Bäume drumherum. Wartet. The Northmen of Hell worship the Devourers. Insatiable gods of darkness. Hm. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Ich meine, das Spiel sagt mir ja gerade, dass das R auf jeden Fall gerade näher ist. Ich hätte gedacht, dort bei den auf X stehenden Bäumen wäre vielleicht diese umgekippte Sanduhr zu finden. Aber vielleicht habe ich nur noch nicht den richtigen Winkel gefunden.
Wenn ich den Baum hier noch mit einbeziehe. Ich bin der Meinung, das sieht eigentlich schon richtig aus. Na so hier. Aber da fehlt ein Baum. Links. Noch von der anderen Seite? Das ist wahrscheinlich zu offensichtlich, oder? Aber das, also ich bin mir sicher, dass das was mit den Bäumen hier zu tun hat. Ich weiß nur noch nicht so richtig. Ist doch hier hoch? Konnte ich das von hier oben sehen? Nee. Macht's auch keinen Sinn. Oder steckt das irgendwo anders? Aber hier habe ich nicht diese roten Visionen. Ich glaube, diese roten Visionen zeigen mir, wie nah ich dem gesuchten Objekt bin, oder? Oder? Fokus. Ja, ich fokussiere, aber ja. Okay. Es ist halt dann doch alles immer eine Frage des Blickwinkels. Rennen wir die Folge? Ne, wir rennen nächste Folge. Danke fürs Zuschauen bei dieser Folge. Und ja, wir sehen uns morgen sehr gern wieder, wenn ihr Lust habt. Und dann rennen wir weg. Dann fliehen wir wieder vor dem Feuer. Zumindest glaube ich, dass uns das erwartet. Wir schauen einfach mal. In diesem Sinne, ich verabschiede mich und sage bis morgen. Bye, bye.